So, Freunde, nach dem Wettkampf ist Essenszeit. Time to eat. Wir sind jetzt in einem veganen Frühstücksdiner in Hamburg. Hier gibt es Pancakes, vegan, Milchshakes, alles vegan. Und, aber so geil. Aber richtig lecker. So, ja, ihr Milchshake hier mit White Chocolate, Whipped Cream. Was es sonst noch gibt, werdet ihr gleich sehen. So, Belgian Chocolate Chip Pancakes. Ja. Hast du noch Milch? Nö, das habe ich noch. Aber Sirup wäre cool. Habt ihr Pancake-Sirup? Ja. Cool. Und? Duften schon. Danke. Essen muss einfach eklig aussehen, damit es geil schmeckt, oder? Da sind wir uns auch einig. Richtig geile Pancakes. Boah, geil. Whipped Cream, ne? Mit Chocolate. Boah. Peanut Butter Jelly Time. Ist alles selbst gemacht. Gestern war schon Peanut Butter Jelly Time, heute aber noch viel besser. Also richtige Erdnussstücke drin. Mm, richtig lecker. Crunchy. Pancakes auch richtig gut. Vor allen Dingen hätten die Pancakes hätten auch auf jeden Fall für mich gereicht. Ich kann nämlich nicht mehr. Aber ich werde das hier alles noch fertig stellen. Ich kann jetzt hier alles fertig schmieren. Ja. Das ist alles vorbereitet für Shooting heute. Geht halt straight in die Tür. Also ich finde, Anna hat sich das auf jeden Fall verdient. Richtig geiles amerikanisches Frühstück. Ja. Wir Amerikaner. Passt wieder zu dem Thema American Dream. Ich habe doch geschrieben, heute ist unser American Dream. Für alle Leute, die noch nicht wissen, oder haben wir das schon mal gesagt, was unser Traum ist? Bestimmt, hast du das schon tausendmal gesagt, aber man kann es ja nicht oft genug sagen, ne? Ich habe uns da ja schon gesehen, in unseren Mein-Träumen. Los Angeles! Yeah, keine Ahnung. Na, schwächelst du, oder? Du hast mich jemals gesehen, dass ich irgendwas nicht geschafft habe, weil ich nicht essen konnte? Ja, weil du innerlich verwest bist, mal auf deinem Geburtstag hast du zu viel Grillfleisch gegessen. Das erste Mal, was das geschafft hat, war die Cheesecake Factory. Cheesecake Factory, stimmt, da hast du deinen Kuchen nicht aufgegessen. Das war so krass. Boah, geil, Cheesecake Factory, freue ich mich schon wieder drauf. Diesmal gehen wir da mal hin, ohne vorher Pizza zu essen. Cheesecake Factory ist immer 3 Tage gefastet. Ja, genau. Dann schafft ihr da nichts. Sie spritzen da irgendwie 1000 Liter Fett rein in alles, in jede Nudel einzeln. Hast du noch was zu sagen, oder? Ich merke, wie ich gerade richtig voll Speicherladen gerade. Wahrscheinlich sehe ich heute im Shooting besser aus als auf der Bühne. Aber das haben gestern auch wieder die weißen Athleten gesagt. Ich habe gestern noch auf der Autobahn eingetroffen. Ich hatte sich noch eine Pizza reingezogen nach dem Wettkampf. Dann haben wir natürlich noch mal kurz gepostet auf der Autobahnraststätte. Da sah der richtig viel voller aus als auf der Bühne. Aber man traut sich das ja vorher nicht, ne? Ja, man hat immer Angst, Sprung zu versauen. Aber da lernt man aus bis nächste Mal. Der wird sich garantiert nächstes Mal eine Pizza reinmachen. Ich werde einen kleinen Stand aufmachen mit Pizzaslices. Gibt es für Glykogenspeicher? Anna hat gesagt,
sagt, er will gleich nicht nur den Kaffee trinken, sondern auch noch den Maple Syrup. Da liegt noch was Sahne. Ist das jetzt noch auf? Gut gemacht, morgen scheint die Sonne. Wir shooten heute mal eine Runde im KB Gym. In, was ist das hier? Barmik? Ich glaube ja, ne? Mal die letzte Form nochmal sichern. Auf Zellophan oder auf digital SD-Karte. Stell dich mal an die weiße Wand da hinten. Da scheint die Sonne so schön. Warte. Das ist gut. Ein bisschen Mucke ist mal ganz geil. Cool. Bauch anspannen. Das sieht geil aus. Hanna hat gerade mal unser Auto. Wie heißt das? Ich habe die Achsen geklaut. Kaputt gemacht. Diesmal darfst du anfangen. Wer gewinnt? Vier gewinnt. Hier. Hoch, ganz schräg, gerade, links, rechts. Bester Burgerladen, wo man sowas beim Warten hat, oder? Wie heißt der? Dieter Sanchez heißt der Laden, ne? Ja. Steht hier nirgends rum, ne? Richtig, aber richtig geil. Jetzt warten wir nochmal, ob die Burger aufzumeißen. Hört sich ja schon mal gut an. Julia hat die erste Runde gewonnen. So, auf geht's. So, was hast du? Cheeseburger, klassischerweise. Cheeseburger. Und Pornofritten. Mit Chips, Nacho-Käse, so alles drauf. Zwiebeln eigentlich, aber die Zwiebeln wollte ich nicht. Also, das ist ein bisschen wie die Animal Fries, ne? Bei In-N-Out. Die haben ja auch so eine Käse-Dinger. Ja? Ja. Wieso weiß ich das nicht? Gibt's auch. Und ein Feta Bacon Burger mit Doppel-Patty. Sieht geil aus. Ich glaube, das wird auch geil schmecken. Ich würde jetzt reingehauen. Und? Das Fazit. Wir haben fast alles aufgegessen. Ja. Fast. Es triecht vor Fett. Ich habe zwei Patties, richtig geiler Cossa Bacon und Feta drauf. Ich glaube, was hast du denn? Burger Bun war auch nochmal. Ja, der Burger Bun war richtig geil. Der war das Beste, fand ich. Richtig gut. Kannst nicht lassen. Explos. Wie heißt der Laden? Vita Sanchez. In Langhorn, ne? Langhorn hat das Ziel. Könnte bald bei uns in der Nachbarschaft sein, ne? Ja. Schauen wir mal. Also, kann man nur weiterempfehlen. Richtig, richtig gut. Daumen hoch. Richtig schweinisches Essen. Mhm. So wie man es braucht. Jetzt gibt es noch Pizza nach dem Burger. Ohne Pizza geht es nicht. An einem Cheat Meal, Cheat Day, Refeed Day, Macro Free Day. Heute ist sowieso All Macros Infinity. So, das ist die Pizza. Hälfte Margarita, Hälfte Salami. Die ist relativ groß, wenn ich so meine Hand davor halte. Julia hat ein Stück davon. Und dann gibt es gleich natürlich noch Ben & Jerry's, weil das ist bei mir eine Symbiose. Pizza und Ben & Jerry's immer zusammen. Ja, dann gucken wir einen schönen Film, und zwar We Are The Millers. Kann ich allen empfehlen, die Komödien mögen. Und ja, da gibt's aus meiner Sicht immer ganz wenig Gute, so, die dauerhaft wirklich lustig sind. Die ist wirklich, den kann ich empfehlen. Und die Szene beim Friseur, wo er sich die Haare schneiden lassen will, check die aus. Die ist richtig witzig. Gleich gibt's noch Eis.
So, der Abend endet mit Ben & Jerry's natürlich. Nicht ohne Ben & Jerry's. In einer Core-Explosion. Und zwar Blondie Brownie, eins meiner Lieblings Ben & Jerry's und All or Nothing. Hatte ich noch nie. Tipp von Marian Fit bei Instagram. Check-in. Kann auch ordentlich Musik machen, der Mann. Und Chocolate Chips Creamy Caramel. Hat Julia mal mitgebracht. Bin gespannt. Special Edition, angeblich nur für kurze Zeit. Und dann beende ich das hier mal. Und freue mich, wenn ihr am nächsten Mal wieder einschaltet. Und ich bestimmt 3-4 Kilo schwerer bin als nach dem Wettkampf. Aber ist gar kein Thema. Ich verblende hier einmal das Video ein zu dem Video, was ich gemacht habe über Cheat Days, Cheat Meals und so weiter. Ja, checkt einfach aus. Ist es gut, ist es schlecht? Wie profitiere ich vielleicht sogar davon? Könnt ihr was lernen? Bis zum nächsten Mal.